Hallo, meine kleinen Eierschnitten. Oh, scheiße. Ah, das war mein Schienbein. Oh, hi, meine Lüsen. Wir sind da. Soll ich es einfach so lassen? Ja. Meine Lüsen. Wir sind heute back und damit meine ich mich und meine Schwestie. Emily JJ. Jungle Bangle. Quing. Jungle Bangle Quing. Das ist ein geiler Name. Leute, wir haben heute was Großes vor. Ich habe mega Bock. Denn ich habe uralte Rezepte aus dem letzten Jahrhundert gefunden, wo Leute richtig eklige Sachen in ihre Torten gemacht haben. Wo du dir so denkst, die noch so aus Kriegszeiten stammen, weißt du, wo so Lebensmittel sehr knapp waren. Aber das Krasse daran ist, Leute, es soll angeblich schmecken. Wir machen eine Sauerkrauttorte und Kartoffelchip-Cookies. Es soll wirklich geil sein. Aber sind die Kartoffelchip-Cookies dann süß oder herzhaft? Ich glaube beides. Und das gibt den Kick. Okay. Ich würde sagen, lass das Sauerkraut-Spektakel beginnen. Wir haben Bock und Hunger. Und deswegen würde ich sagen, let's go in the Video. Woo! Ich wusste gar nicht, dass es damals schon Chips gab. Ja, crazy, oder? Der Popel, oder? Lenkt mich so hart. Hä? Ich habe immer noch den Popel. Warum sagst du mir das nicht, bevor wir anfangen der zu drehen? Der ist immer noch drin. Oh, Emmy, du verarschst mich doch. Was heißt denn naja? Entweder er ist drin oder nicht. Wir machen zuerst das älteste Rezept. Es ist von 1948 und stammt aus den USA. Es ist ein Schoko-Sauerkrautkuchen. Das wird doch niemals geil, Emmy. Wollen wir es mal Fun Facts vorlesen? Es gibt keinen bekannten Ursprung dieses Rezepts. Ah, kommt doch nicht aus den USA. Für unseren Schoko-Sauerkrautkuchen brauchen wir einige Zutaten. Und zwar 125 Gramm. Oh ja, das war richtig. Warme Butter. Wir brauchen als nächstes 230 Gramm Zucker. Oh, Wolfgang. Der Rülpser noch davor. Nicht! Oh, Wolfgang, du bist ein dummes Rindvieh. Wir tun das mal wieder hier rein. So unangenehm. Oh, wie ein Bagger. Als nächstes, Emmy. Drei Eier. Wir brauchen als nächstes ein Päckchen Vanilla Sucker. Niemand wird halt auch verstehen, was ich meine. Das hier. Als nächstes brauchen wir 250 Gramm Mehl. Aschi. Ein Päckchen Backpulver. Ich krieg nur die kleinen Päckchen immer. Aschi. Oh. Als nächstes brauchen wir 125 Gramm Backkakao. 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 Das Allerwichtigste für unsere geile Sauerkrauttorte sind 200 Gramm Weinsauerkraut. Oh, wie geil ich es gefangen habe. Ich hasse Sauerkraut so schon. Wirklich? Ja, ich find's richtig lecker. Das ist auch gut für die Darmflora. Für die Schokoladenganache. 220 Gramm Zartbitter-Schokolade. Zartbitter. Au. 120 Gramm Schmand. Geil. Und als nächstes brauchen wir noch eine Prise Salz. Achso, wir brauchen noch eine Springform. Das Ursalz. Ist, ist doch egal. Grob. Ich bin auch ganz oft grob. Oh, Wolfgang! Du hast zwei Eier gekillt. Warte, das hier können wir noch retten. Oh, du bist ein altes Mistkamel. Oh, jetzt ist jetzt schon unser Rezept voll mit Eischeiß. Ich wische jetzt einfach das Ei hier an der Garnitur, weil es ja eh die alte, ne? Was Mama nicht weiß, macht Mama nicht heiß. Okay, wir haben unsere Springform, wir haben alle Zutaten, die ganze geile Party des Lebens kann endlich starten. Und zwar Butter und Zucker aufschlagen. Und dann machen wir jetzt die Butter gut auf, Leute. Das funktioniert so hier. Einfach abziehen. Total einfach. Oh, ich glaube, ich muss gleich wieder scheißen. Leute, ich habe heute tierischen Durchfall und ich meine es tatsächlich gerade ernst. Okay, Teil. Oh ja. Oh, geil. Hallo, konzentrier dich. Usch. 230 Gramm Zucker. Mehr. Naja, bisschen zu viel, aber zu viel Zucker so schadet mir. 30 Gramm zu viel. 3, 2, 1, los! Woo! Die Butter hängt einfach in dem Ding drin. It's like literally not working. Yeah, es sieht jetzt schon so ranzig aus hier, das Ei. Hier ist der Harntritt drin. Weißt du eigentlich, was Harntritt ist? Sperma. Wie, hat er da ins Ei gespritzt? Nein, der hat in die Kloake des Huhns gespritzt. Emmy, bitte hör auf, über sowas Ekliges zu reden. Das finde ich total eklig. Ja, und du isst Eier. Ja, aber der hat in die Kloake des Huhns? Ja, die gehen mit Kloake an Kloake. Hat er keinen Penis? Nein. Ein Hahn hat keinen Penis. Das heißt, der Hahn, der Henne in den Arsch. Sozusagen. Aber wann weiß er, ob er jetzt gerade Kacke kacken soll oder Sperma? Und dann drücken die ihre beiden Arschlöcher aneinander? Ja. Und dann scheißt der dem Huhn in den Arsch rein? Ja. Das ist ja pervers. Das klingt wie so ein heftiger Fetisch. Was machen wir als nächstes? Drei Eier erstmal. So, hier haben wir anderthalb drin, ne? Ja. Das ist voll doof. Wo kriegen wir jetzt noch ein halbes her? Okay, jetzt haben wir... Ruhe! Jetzt haben wir zwei. Oh. Das hast du verdient. Du hast deine Kamera hier im Knick. Du immer mit deinem Knick. Was ist denn der Knick? Das ist ein Knick. Und jetzt haben wir hier das dritte, ne? Da auch Harntritt drin. Ja, aber lass das Sperma jetzt einfach Sperma sein, Emmy. Oh, wir essen es immer mit. Boah, wenn man das Bild jetzt gerade nicht sieht, klingt das ganz schlimm. Boah, ich bin schon wieder durch im Kopf. Immer wenn wir anfangen zu trinken, bin ich, als wäre ich besoffen. Trinken? Ja, komm, Alter, über die Fresse. 250 Gramm Mehl und ein Vanillezuckerpäckchen. So, und dann Mayo. 250 Grams of Mayo. Ein Päckchen Kakaopulver. Ein Päckchen Kakaopulver?
Natürlich wird es nicht mehr sauer, weil es einfach komplett bitter sein wird. Ein Päckchen Backpulver. Sauerkraut mit heißem Wasser abspülen. Oh ne. Anschließend klein schneiden unter den Teig rühren. Wir schneiden das nicht klein. Jeff! Nein, ich hab da jetzt keinen Wir Bock machen drauf. Das, was in der Anleitung steht. Nee, wer hat Melina geschrieben? Du hältst das jetzt hier hin. Hier ist eine kurze Stelle, wo wir was topfen können. Das aber. Da war das Steckdose? Ja, da ist die Steckdose, aber wollen wir nicht einfach das Risiko eingehen? Nein. Boah, es riecht direkt nach Bratwurst. Riech mal. Nein, ich hab's schon. Nee, riech jetzt mal richtig. Ich muss direkt an Thüringer Rostbratwurst riechen, wenn ich das denke. Riechen. Halt die Klappe jetzt. So, jetzt machen wir das hier schön rein. Was ist denn da? Eine Wespe? Wolfgang, Konzentration. Konzentration. Wolfgang hat eine Wespenphobie, Leute. Ist doch gar nicht so. Nicht? Du ekelhaftiger Mensch. Ich finde es halt ehrlich gesagt auch nicht so eklig. Aber damit passt es nicht zusammen. Obwohl, warte mal. Oh, jetzt ist das schon so ein Brötchen. Okay, nee, passt wirklich absolut nicht zusammen. Aber warum müssen wir das abspülen? Weil dann. Ja. Dachte ich mir auch. So, ich drücke jetzt unser Sauerkraut aus. Oh, ist gut heiß jetzt. Durch das heiße Wasser nehme ich an. Ich wette, am Ende schmeckt das wirklich geil, Leute. Ich schwöre auf euer Leben. Denn meins ist mir zu wichtig. Wir machen jetzt unsere mega geile, wichtigste Zutat rein. Und dann wird es einfach nur der beste Kuchen, Leute. Ich schwöre auf alles. Das ist steinhart, die Scheiße. Leute, schaut euch das mal an. Das sieht wirklich aus, als hätte man so Dünnschiss und es wäre irgendwas nicht ordentlich verdaut worden, ne? Ja. So Weißkraut einfach, unverdaut mit in der Scheiße drin. Oh, ich krieg die Scheiße nicht raus. Ja, was soll ich denn machen? Dieses Sauerkraut hat sich total verheddert hier. Oh, jetzt habe ich es im Schritt. Oh, es sah noch nie so schlimm da unten aus. Emmy, du musst schaben. Ja, sag du. Oh, das war der Kotsteine. Boah. Emmy, kannst du bitte den Kotstein aus meinem Schritt nehmen? Nein. Emmy, du machst es noch viel mehr dran. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass du schon Falten kriegst? Ja, halt die Fresse oder du kriegst das ins Gesicht. Wir machen es erstmal rein, okay? Leute, sorry für die Ekligkeit in diesem Video. Aber eigentlich seid ihr das ja gewohnt. Hä? Der Kuchen wird gar nicht voll. Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Emmy, ich schwöre dir auf mein Leben, er wird schmecken. Meinst du, der geht auf? Ja, da ist auch eine Menge Backpulver drin. Nur eine Packung. Wollen wir noch eine Nein. so oben drauf machen? Nein. Aber was würde dann passieren? Du hättest Backpulver oben drauf. Okay, ich tue ihn jetzt rein. 170 Grad. Wie lange? 40 Minuten, ne? Boah. Boah. Unser Kuchen bäckt jetzt erstmal 40 Minuten und deswegen machen wir jetzt unsere Kartoffelchip-Cookies. Amerikanisches Rezept, das vielen Foodbloggern von der Großmutter weitergegeben wurde, aber niemand weiß, woher die Großmutter das hatte. Was labert mir hier für eine Scheiße immer die ganze Zeit? Für unsere Kartoffelchip-Cookies aus 1976 brauchen wir 250 Gramm Butter. 280 Gramm Zucker. Schon wieder. Schon eine Wipper. 2E. 2E. Eier. Eier. Oh, Glück im Unglück, würde ich sagen. Schau nur, wie big. Oh, jetzt. Oh, du Arschkacke! Als nächstes brauchen wir einen Teelöffel Vanilleextrakt. Gern geschehen. Dann brauchen wir das große Highlight: 230 Gramm Chips. Wir brauchen als nächstes 240 Grams of Flour. Not flowers, we need flour. Mayo. So wenig Mehl. Baba, so Baba. Doba machen, was der Doba war hoch. Drei Telefone, Backpulver. Ach, Röhre, Möhre. Und wir brauchen als nächstes 200 Gramm Schokolade. Schalamor. Butter und Zucker vermixen. Oh, schon wie, das hat mir auch eben gefallen. Und dann Eier. Oh, jetzt habe ich so viel Chips gegessen, jetzt habe ich gar keinen Hunger mehr auf unseren Sauerkrautkuchen. Hatte ich noch nie. It's gonna be so good, Emmy. Jetzt noch 280 Grams of Sugar. Oh, das sind jetzt 300 Gramm. Zu viel Zucker hat noch nie in unserem Leben geschadet. Oh doch. Wenn jetzt hier halt Schale mitkommt, dann haben wir verloren. Oh, was soll denn das? Oh, ich wollte, das sollte nur Spaß sein. Das ist nicht lustig. Oh, das ging voll auf die Stirn. Das war schon lustig. Sei lieb. Nee. Du kriegst auch noch ein paar Chips, okay? Du bist so eine nervige Kackbratze. Aber es sieht gut aus. Der nächste Schritt ist, dass wir die Chips zerkrümeln. Dann lass uns hier noch ein bisschen von dem Pepperoni. Und dann oriental drumrum nochmal als Kruste. Okay. Oh, geil. Wir haben unsere Brösel-Chips hier. Oh, 233. Murphy Jackson. Jetzt müssen wir 240 Gramm Mehl zur Mixtur geben, gut verrühren. Komm, hau jetzt rein, die Scheiße. Und drei Teelöffel Backpulver. Haben wir hier einen Teelöffel? Nee, aber einen Esslöffel.
Okay, rein. Am Ende werden das jetzt solche Cookies. Gehen komplett auf. Das können wir jetzt erstmal verrühren, oder? Du schüttest alles. Ja, ist doch scheiße hier. Ich glaube tatsächlich. Wow. Tastes good. Tastes like really nice. Wollen wir erstmal die Chocolate machen? Ja, okay, we do the chocolate. Okay, das sind genau 200 Gramm. Der ganze Block kommt da rein. Oha. This is gonna be crazy, you guys. You don't even know how crazy this is gonna be, but this is gonna be this shit. This is gonna be like crazy as hell. This is gonna be like the crazy most chocolatey thing you have ever seen in your entire life. Shall we just mix it like that? Oh, Jay. You have to put them in there, not ja, out weiß. Of there. Die Hälfte der Chips und 200 Gramm gehackte Schokolade dazugeben und verrühren. Chips kommen rein. Also entweder das wird jetzt geil AF oder jetzt wird alles scheiße. Ah ja, Papa. Und der Crunch gerade schon. Oh, sieht aus wie Mamas Taco-Salat. Also ich glaube tatsächlich, dass es geil wird. Okay, mal sehen, was wir da gezaubert haben. Geil. Geht voll. Wir machen jetzt Tischtennis große Kugeln. Emmy, du musst das schon ordentlich machen. Emmia, Kugeln. Holst du da auch noch ein Blech? Ach, wir sind auch dumm. Wir müssen die doch vorher in die Chips noch marinieren. Getrottel. Wolfgang, hör auf, das Zeug zu fressen. Ja, das klappt auch eher so semi-gut. Aber es sieht wunderschön aus. Okay, Leute, so hier sollen sie halt eigentlich aussehen. This is the real shit. Aber wenn das lecker wird, dann mache ich das jedes Wochenende. Emir! Oh mein Gott, das war halt echt der größte Cookie der Welt. Und jetzt müssten wir noch solche Schokoflakes drüber machen. Oh, meine Finger schmecken gerade so lecker. Wahnsinn. Es ist so alles zusammen. Es schmeckt so lecker, Leute. Oh, Amy, das wird so eine heftige Kalorienbombe. Ich glaube, ein so ein kleiner Cookie hat 1000 Kalorien. Das aber ist, genau was wir das. Wollen. Okay, das kommt jetzt in den Backofen und dann gibt's das ganze Finale. Also wir müssen jetzt ein Wasserbad machen. Deswegen holt Wolfgang gerade Poolwasser. Was Cover müssen wir jetzt? Me in sunshine. Give me all the bad times. I'm gonna be alright. Okay, Leute, wir kommen endlich zu unserer Ganache, denn unser Sauerkrautkuchen ist schon gut abgekühlt. Der riecht echt geil. Ich bin so gespannt, wie er schmeckt, Leute. Okay. Volle Pulle ist an. So, wir müssen jetzt ein Wasserbad machen, denn wir müssen noch die Ganache für unseren Sauerkrautkuchen machen. Es rutscht. Es rutscht echt. Lass einfach rutschen, ganz ehrlich. Okay, grob hacken. Ah, ich glaube, es hackt. Ah, ah. So, wir machen jetzt unsere Schokolade. 220 Gramm, das waren jetzt 250. Ah, egal, oder? Ja. So viel Schokolade gibt's nicht. Butter noch, ne? Das Ding ist, mit Wasserbad kennen Emmy und ich uns leider immer noch nicht so gut aus. 120 Gramm Schmand und eine Brise Salz. Was ist Schmand? Vergammelte Milch. Hä, hey, schmeckt wie Mascarpone. Das ist bestimmt Mascarpone auf Deutsch. Richtig gut geflutscht und eine Prise Salz, ne? Warum eigentlich so viel Butter? Verstehe ich auch nicht. Das ist ja fast nur Butter, ne? I want boo, 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 someone who loves me. Andy. Yeah. It's like really bitter. Also damit schmeckt die jetzt auf einmal alles scheiße. Ich glaube nicht, dass es kacke schmeckt. Hey, doch, das ist voll sauer und bitter. Ist doch nicht sauer. Doch, wegen dem Schmand. Joey. Einfach ein bisschen Zucker. Nein. Ein bisschen Zuckerschaden kann noch nie. A little sugar never hurt nobody. Like only a little bit. Dann hol Zucker und mach's rein. Ja, wo ist er denn? Setz dich da auf deinen Scheißkopf. Auf deinen Scheißkopf. Scheiß dir gleich mal in den Arsch rein, Fräulein. Wie so ein Huhn. Okay, like a little sugar is good and nice. Okay, jetzt gib mal. Es schmeckt jetzt schon besser. Aber ich würde noch ungefähr 500 Gramm Zucker reinmachen. Wir machen unseren Kuchen raus. Der ist schon komplett ab. Aber er ist stabil. Hoffentlich ist er so brownie-mäßig. Wie wollen wir es einfach jetzt schon drüber machen? Wenn es dickflüssiger wird eigentlich, ne? Ja. Leute, ich glaube, es wird Zeit, unsere Ganache drüber zu machen. Es ist viele Zeit vergangen und sie ist lang. Sie ist immer noch flüssig, Emmy. Boah, das schmeckt so scheiße. Ich würde sagen, wir stellen den mal in die Gefriertruhe, damit es schneller fest wird, oder? Yes. Leute, it's going to be earned. Denn nun werden wir endlich unsere Chips-Cookies sehen. And they're going to be so, so nice. Usch. Die sehen schon aus wie von Subway. Ich bin so gespannt. Are you ready? 3, 2, 1. Ich kann es nicht deuten. Es
schmeckt nach allem. Es schmeckt wirklich nach allem. Es schmeckt nach allem, was man sich vorstellen kann. Aber es schmeckt gut, oder? Und so crispy. Ich habe noch nie so einen crunchy, aber trotzdem innen weichen Cookie gegessen. Oh mein Gott, Leute. Also ohne Spaß, Leute. Kartoffelchip-Cookies sind approved. Macht das nach. Es schmeckt nur nach Indisch. Auch ein kleines bisschen schon. Aber gut Indisch. Mhm. Nach indischem Nachtisch. Das sind auf jeden Fall die besten Cookies, die wir hier gemacht haben, oder? Mhm. Wir haben halt auch noch nie Cookies gemacht. Das ist unser Vorteil. Meine lieben Süßschweine da draußen, der größte Moment des heutigen Tages ist gekommen! Leute, das hier ist halt wirklich der größte Cookie der Welt. Ich habe eigentlich gar keinen Bock. Ja, ich habe auch gar keinen Bock. Wird halt genauso schmecken. Ja, also das ist halt pro Bissen mindestens 1500 Kalorien. Prost. Weißt du, er schmeckt wirklich wie diese Schokopizza. Nur crunchier. Er schmeckt lecker, Leute. Und jetzt kommt der größere von allen Momenten, denn wir haben jetzt hier unsere Sauerkrauttorte. Und Leute, wir demonstrieren das mal kurz. Ich habe das Gefühl, dass sie sehr, sehr fest sein wird, nicht sehr schön matschig sein wird und einfach nur trocken und scheiße ist. Und wir haben sie halt gerade ungefähr eine Stunde lang in der Tiefkühltruhe gehabt, damit es trocknet hier. Wir haben weder einen Teller hier noch Besteck. Ja. Gut. Wir schneiden rein. Oh mein Gott. Oh nee, die sieht schön, geil, ergiebig und matschig aus. Oha, sie sieht richtig geil brownie-mäßig aus. Sie riecht nach Sauerkraut. Aber sie sieht richtig lecker aus. Wir sollten hier reinbeißen, oder? Emmy, guck nicht so angewidert dahin, es ist auch nur Sauerkraut. Am Ende schmeckt es wirklich lecker. 3, 2, 1. Die Ganache ist einfach nur räudig. Man schmeckt gar kein Sauerkraut raus. Doch. Nein, das bilde ich für dir ein. Es sind halt auch einfach solche Fetzen von diesem Sauerkraut drin. Ja, aber es könnten auch Kokosraspeln sein, wenn man viel Fantasie hat. Hm. Aber Leute, man hätte das Sauerkraut auch einfach weglassen können. Ja. Halt, es macht es jetzt nicht besser. Das Sauerkraut weg und es wäre eine gute Schokotorte. Wenn euch dieses unglaublich dämliche Video gefallen hat, dann gebt mir auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Ihr beide würdet uns riesig darüber freuen. Wir haben Instagram und posten geiler Scheiß. Ihr seht hier unsere Namen. Schaut vorbei, folgt, sonst verfolgt euch ein Dämon. Und ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr meine Videos von mir sehen wollt. Und dann will ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder.